Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. So, da bin ich heute wieder. Ich habe mir da mal was besorgt gehabt oder gekauft gehabt. Und zwar das Apple iPad Air in der 256 GB Variante. 8 GB RAM sind ja dann hier drin. Und die blaue Farbe. Also finde ich schon nicht schlecht. Auch super schön flach. Also coole Sache. Ihr habt hier Stereo-Lautsprecher dabei, die klingt auch prima. Da kann ich mich nicht beklagen. Was ich gleich gemacht habe, ist hier so eine magnetische Hülle mit zu besorgen, damit es gleich geschützt ist. Und das ja, war es eigentlich. Ach ja, ich habe ja hier schon eine Folie drauf und dementsprechend kann es auch sein, dass es vielleicht ein bisschen mehr spiegelt. Das hätte ich vielleicht nicht gleich machen sollen, aber ist auch nicht so schlimm. So, da haben wir das Teil. Das stellen wir mal ein bisschen kurz hier hin. Und dann können wir eigentlich loslegen. So, dann haben wir das Teil hier mal rumstehen. Wie ihr ja wisst durch die ganzen Videos, die bereits veröffentlicht wurden, werkelt hier der M2 drin mit 4 Effizienzkernen und 4 Performancekernen. Dazu kommen noch 9 Grafikkerne. Ursprünglich war wohl mal 10 angegeben, weiß ich nicht, wo da der Fehler lag. Also ich habe es mit 9 immer gesehen. Mir ist der Fehler auch nicht aufgefallen, dass da eben halt eine falsche Bezeichnung war. Egal. Was haben wir hier? Wir haben noch 12 Megapixel-Kameras verbaut, eine Front- und eine rückwärtige Kamera, wobei die rückwärtige generell besser ist als wie die Frontkamera. Selfies mit dem Teil zu machen, vor allem mit Blitz, ist ein bisschen blöd. Ist nicht ganz so optimal. Das habe ich schon so mitbekommen. Na, wenig Licht mag er einfach nicht. Also wenn ihr da mal irgendwann mal Videotelefonie macht oder FaceTime, einfach noch ein LED-Licht mit dazugeben. Was haben wir denn hier noch? Fettabweisend soll das Ding sein. Okay, ich habe vielleicht jetzt, wie gesagt, einen Fehler gemacht, dass ich hier schon die Folie drauf habe. Da sieht das dann halt nicht mehr so aus. Wir haben hier noch Wi-Fi 6 verbaut. Die Kameras lösen maximal 5-fach auf, also die Frontkamera ist auch nicht so unbedingt pralle. Ihr könnt auch 4K-Videos aufnehmen mit 24, 25, 30 und 60 Frames. Nicht wundern, ich habe hier vorne so einen Spickzettel noch versteckt, den ich mal nutze, um mal mir nicht einmal alles merken zu müssen. Ich hätte mir auch so einen Teleprompter oder so kaufen können, habe ich jetzt aber nicht gemacht. So, noch irgendwas Wichtiges, Dualband natürlich und Bluetooth 5.3. Okay, ihr habt ja auch gesagt oder einige sagen, es ist schade, dass ich hier kein 120 Hertz Display verbaut habe. Ich finde, das ist aber nicht so schlimm. Die Apps öffnen sich ganz normal bei mir, scrollen kann ich auch ganz normal, also wunderbar. So, nochmal hier runter, das typisch Vorführeffekt. Also, ich kann mich da echt nicht beklagen. Also, es funktioniert halt. Wegen diesem 120 Hertz Display, was eigentlich gefordert wird. Ich sehe hier keinen großen Unterschied zu meinem Google Pixel Fold. Passt wunderbar. Man kann eigentlich hier ganz normal scrollen, ohne dass ich hier Probleme habe. Auch die Videos und die Spiele werden hier einmal frei wiedergegeben. Hier bei 60 Hertz. Wie gesagt, mir persönlich fällt kein Unterschied auf. Was eben halt eigentlich wichtiger ist, ist das Zusammenspiel zwischen der Hardware und der Software. Und das ist ja hier ganz gut gegeben bei Apple, wie immer, sodass ich nicht zwingend sagen muss, ich brauche den. Natürlich ist es eine andere Hausnummer, wenn jetzt zum Beispiel das iPad Pro M4 mit dem OLED aufwartet. Das ist ja eine feine Sahneschnitte. Also die habe ich jetzt hier mir nicht gewählt, weil eben halt hier eher der Preis mit im Vordergrund stand. So viel dazu erst einmal. Aber was eben halt zum Beispiel wirklich auffällt, das möchte ich gerne noch sagen. Ich habe hier einen Mac Mini M2 Pro. Mit dem kann ich auch spielen. Habe aber doch öfter Treppchen-Effekte dabei. Arbeitet bei 60 Hertz an meinem Monitor, weil Apple nur 60 Hertz unterstützt. Nehme ich dann dazu meinen Zocker-PC oder besser gesagt meinen Gaming-Laptop, habe ich dort keine Treppchen-Effekte, es läuft alles flüssiger, die Darstellung ist viel besser. Woran liegt es? Das ist klar, die GPU ist da schlicht besser, sprich die Grafikkarte, das ist ein 460er von Nvidia, arbeitet viel besser als der verbaute M2 Pro mit seinen Grafikkernen. Vielleicht wird das demnächst mal besser,
Vor allen Dingen, wer ein M3 und ein M4 hat, der merkt ja schon, ihr habt Ray Tracing mit dabei. Und das ist ja schon mal ein Riesenvorteil gegenüber eben halt einem M2. Aber grundsätzlich ist das so nicht schlecht. Was auch hier immer bemängelt wird, ist die fehlende Face ID. Ich finde, das stört mich eher weniger. Ich habe mich sofort wieder zurechtgefunden bei dem Fingerabdrucksensor, geht rucki-zucki, dann ist das Teil offen. Ne? Wenn wir das nochmal so schnell mal so machen, schwupps, die wups, ist schon da. Also da kann ich mich nicht beklagen, mich stört das nicht. Vor allen Dingen reagiert auch einwandfrei. Ne? Okay, gibt es dann sonst noch was? Also Fotos, wie gesagt, werdet ihr hier eher nicht schießen. Ihr werdet nicht unbedingt Videos aufnehmen. Ob ihr unbedingt eine Videokonferenz macht, kann es schon sein, dass ihr das mal macht. Denke schon, dass das geht. Aber wie gesagt, ihr braucht dann ein externes Licht, weil intern oder hier mit diesen Pseudoblitz zu arbeiten, das macht keinen Spaß, bringt keine guten Ergebnisse. Alles da. Was stört mich eigentlich? Was ich mir hier absolut gewünscht hätte, wir haben hier die M1-Varianten. Warum bringt man hier kein Mac OS? Warum macht man hier nicht so eine Option oder schaltet eine Option frei, dass man das nutzen kann? Das wäre echt optimal. Das wäre der Ersatz zum Beispiel für so ein MacBook. Ja, aber dann natürlich in der 13-Zoll-Variante, weil die 11 Zoll macht dann eher weniger Sinn. Vor allen Dingen, weil ihr wisst ja, die Tastaturen sind dann etwas kleiner und dann. Ja, tut man sich ein bisschen schwerer für zwischendurch gut. Auch so zum Arbeiten sind 13 Zoll wahrscheinlich dann besser, vor allem bei Videoschnitt, wenn man das mal macht. Man kann natürlich hier auch einen externen Bildschirm anschließen, auch kein Problem. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Was will ich hier mehr? Ne? Was mich auch noch stört, ist zum Beispiel, ich könnte ja hier das Final Cut Pro nutzen, was ich schon besitze. Aber ich müsste hier eine andere Version nutzen, eben halt die für iPadOS. Das heißt, im Endeffekt hätte ich hier eine Abogebühr, 4,90 € im Monat. Es läppert sich dann schon, ist halt ein bisschen blöd, man hat schon teuer bezahlt und kann das hier nicht nutzen. Das finde ich halt nicht so gut. Ja, und dann beschwert man sich natürlich noch über die Optik. Das Ganze sei so ein bisschen altbacken und nicht mehr modern, im Gegensatz zu manch einem anderen Gerät. Also ich finde das nicht. Mich stört das nicht unbedingt, dass das hier ein bisschen dicker ist beim Rand. Es passt immer noch, wie das Design ist. Wie gesagt, ultra flach und dann eben halt auch noch das Gewicht top. Habe ich noch gar nicht gesagt, das hatte ich ja noch vergessen. Das waren was? 462 Gramm. Wunderbar. Und kann mich darüber echt nicht beschweren. Auch die Spiele laufen. Das schauen wir uns dann nebenbei mal an, jetzt hier ein bisschen. Das lasse ich da mal hier drüber laufen, weil im Endeffekt, ja, was will ich noch sagen? Also, was auch nicht schlecht ist, ist die Videowiedergabe. Wenn ihr zum Beispiel Streaming macht, YouTube schaut, etc. pp. Auch die Lautsprecher sind einwandfrei. Funktioniert hier überhaupt nicht. Das mag er nicht. Natürlich, Transport Fever 2 funktioniert. Aber viele AAA-Spiele, Also, ich finde, ja, das passt soweit. Jetzt habe ich Pech. Jetzt geht langsam draußen Rasenmäher los. Jetzt muss ich mich sputen bei diesem Video. Also, schlussendlich kann ich hier sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem M2, was ich jetzt schon bald nach 2 Wochen habe. Kommt damit super zurecht. Ich habe auch schon mal versucht, etwas zu schneiden. Ich könnte hier ganz normal iMovie nutzen oder das Luma Fusion, was ich hier drin habe. Und das passt wunderbar. Tja, was will man mehr? Wenn man dazu sich noch eine Tastatur kauft, dann hat man dann quasi wie so ein kleines Laptop und natürlich fehlt dann auch der passende Stift dazu. Das aber in einem späteren Video. Wozu brauche ich denn eigentlich dieses Tablet? Ja, mehr für Community-Pflege, vielleicht einen sporadischen Videoschnitt, aber da muss ich mich erstmal hier reinfuchsen. Streamen tue ich viel, ganz normal im Internet surfen. Eben halt, wenn man draußen ist, das macht halt echt Spaß, mit dem Teil zu arbeiten. Ja, und dann fragt man sich eigentlich doch, hätte denn nicht rein zufälligerweise ein ganz normales iPad gereicht? Ich denke ja, aber hier ist der preisliche Unterschied zu dem, was ich haben wollte, relativ, ja, ignorierbar gewesen. Ich habe hier bezahlt für das Teil 829 Euro. Ist schon eine ganze Summe, ne? Also nicht schlecht. Und das ganz normale iPad wäre in derselben Ausstattung mit 256 GB, aber auch der RAM ist, glaube ich, dort kleiner. Habe ich jetzt nicht im Hinterkopf, 569 € gewesen. Da habe ich mir gesagt, okay, dann nehme ich lieber die M-Variante,
bin hier besser dabei. Jetzt hätte man auch den M1 nehmen können, aber da ist der preisliche Unterschied so gut wie gar nicht gegeben, sodass ich gesagt habe, okay, nehme ich das und bin auf der sicheren Seite. Gegenüber dem Pro, da müsst ihr euch wirklich überlegen, braucht ihr das? Seid ihr professionell unterwegs? Beim Pro habt ihr natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, werdet das natürlich auch nicht ausnutzen, aber eben halt schon vom Display her, das macht dann mehr Sinn für Bildbearbeitung und Videoschnitt, denke ich mir, bilde ich mir persönlich ein, weil hier geht es ja auch, ist auch nicht so schlecht. Und man könnte natürlich hier so bei dem R immer die 13-Zoll-Variante wählen, wenn man halt professioneller unterwegs ist wie ich. Wenn man das nur sporadisch macht, mal unterwegs sein möchte mit dem Teil, ist sowas eigentlich viel angenehmer, so ein 11-Zoller, ne? Ist meine Meinung. So, eigentlich könnte ich das euch noch zeigen, wie es draußen ist, aber leider Gottes regnet es jetzt gerade. Pech gehabt jetzt beim Aufnahmezeitpunkt. Ich werde aber da auch nicht mehr nachdrehen können jetzt demnächst. Bin ein bisschen eingespannt, aber funktioniert draußen. Wir haben 500 Nits hier an Helligkeit. Super. Fotos, wie gesagt, draußen einwandfrei. Konnte ich noch ein paar machen. Aber drinnen, ja, ein bisschen grenzwertig. Auch die ja, Selfies nicht gerade optimal. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Wem kann ich das empfehlen? Eigentlich jeden, der einen M-Prozessor haben möchte. Ist ein tolles Teil. Wie gesagt, ihr müsst dann selber entscheiden, ob euch das normale iPad reicht oder doch lieber das, ja, iPad Air M2, was ich dann eher bevorzugen würde, ich persönlich. Und alles, was ich jetzt hier gesagt habe, sind alles so meine persönlichen Ansichten. Deshalb auch nicht unbedingt auf die Goldwaage legen, wenn ich sage, halt, meine 60 Hertz finde ich viel besser. Natürlich kann jetzt jeder daherkommen und sagen, okay, rein technisch, ich habe das nachgemessen, ich habe das, ja, ich habe noch einen Leistungstest gemacht und sowas. Ja, natürlich stimmt das, aber im Normalgebrauch fällt euch das auch nicht auf, dass ihr hier ein 60 Hz Display habt. Gut, das war's jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao, bye bye, sagt euer Rick. Macht's gut, Leute.